ist Larissa und Alexandra, sind meine Schwestern und ich bin Belinda. Wir arbeiten bei unserem Backbär, Zappenzell, in einer Kunstschmiede. Und machen hier ganz viel Einzigartiges, also mache ich nie zweimal das Gleiche. Wir verarbeiten hier Metall, wir schmieden, wir es aber auch schweissen, wir es verputzen, wir Sachen lackieren, vergolden, bemalen. Also ich bin vor allem im Büro zuständig. Ich mache viele Entwürfe mit dem Papier und mit dem Zeichnen und entwickeln. Und vorwiegend ist Alexandra in der Werkstatt. Sie ist unsere Schlosserin. Ja, ich hatte natürlich eine Riesenfreude, wo die Kleine zuerst Schlosserin gelernt hat und dann die andere hat KV gemacht. Und dann hat sie eine ganz gute Zeichnerin immer gesehen, die Mittler. Nein, da habe ich sicher nicht gedacht, die jungen Jahre, wo die Mädchen noch rumgesprungen sind, dass die mal könnten oder wollten die Haut übernehmen. Von dem träume ich einen Haufen Väter, die Büdel haben oder Firmen oder Unternehmen. Wir sind eine Familie, aber auch ein Familienunternehmen und ein Betrieb. Und Zusammenarbeit ist nicht immer einfach, aber wir haben gelernt, miteinander zu schwätzen und Probleme zu lösen. Ich bin von jung auf als junger Selbstständiger mit 23 bin ich bei der Rentenanstalt versichert gesehen, heute in Swisslife. Und ich bin 60 geworden, letztes Jahr, jetzt könnt ihr selber ausrechnen, wie lange ich treu bin. Ich finde das wichtig im Alter und für die Firma, für die Familie im Hintergrund, dass man gut versichert ist und dass man den Lebensstandard kann im Alter weiterführen kann. Der Papa hat all den Witz gemacht, im Schweigen so können die Firma verkaufen und jetzt ist ihm der Schuss Hönnung und sie jetzt muss einen Schinken fahren.